Peace, Leute, Tobi hier. Heute geht's mal um die Frage, warum sollte ich mich abwechslungsreich ernähren? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum man sich abwechslungsreich ernähren sollte. Ich weiß nicht, wo es herkommt, dass man meint, dass man alles mögliche verschiedene in sich reinstopfen sollte, gemischt im Mixer und so weiter oder beim Essen und jeden Tag was anderes essen, damit man alle Nährstoffe bekommt und so weiter. Für mich, am Anfang habe ich viel auf Nährstoffe, auf Kalorien oder sowas geachtet und umso mehr ich mich eingelesen habe, umso mehr ich erfahren habe, umso mehr Erfahrungen ich selber gemacht habe auf meinem Weg, habe ich einfach gemerkt, dass das Ganze einfach nicht hinkommt. Das sind Glaubenssätze und wenn du daran glaubst, dann ist der Glaube mehr hilfreich als die Sachen, die du machst. Dasselbe wie bei Placebos einfach. Und wenn man den Weg geht und einfach Sachen ausprobiert, merkt man genau, was gut für einen ist, was dem Körper gut tut, wann man mehr Energie hat, wann der Körper heilt und wann nicht. Und ja, und ich denke, das Einfachste, was ich, denke ich, gelernt habe und was mir auf dem Weg mittlerweile am besten weiterhilft, in die Natur zu schauen, wie es da funktioniert. Die anderen Ansätze meistens sind alle nur Ansätze, Glaubenssätze, die irgendwie entstanden sind, weil man die sich irgendwie zurechtgebogen hat und dann sind diese Theorien entstanden, Kalorientheorie und so weiter. Es ist halt eine sehr genaue Aussage, die nicht auf die Realität zutrifft. Ja, ein bisschen komisch jetzt ausgedrückt, aber es ist, Kalorien trifft bei einem normalen Menschen, beim heutigen Vergiftungszustand, wenn man sich ganz normal ernährt, kommt es ganz gut hin, kann man sich dann irgendwie zurechtbiegen. Aber wenn man mal die Erfahrung macht durch Fasten, durch Ernährungsumstellung und den Weg wirklich über Jahre oder länger geht und einfach ein Körpergefühl wieder entwickelt, dann merkt man, dass das Ganze einfach überhaupt nicht hinhaut. Und es ist halt, es stimmt halt durch Zufall, aber es hat nichts damit zu tun mit den Kalorien, mit dem Abnehmen, Zunehmen und so weiter. Wenn man sich halt normal ernährt, dann stimmt es halt zufällig. Ja. Das ist, so schaut es, denke ich, aus. Und das Wichtigste, was ich eben gelernt habe, ist, in die Natur zu schauen. Back to the roots ist einfach so ein Punkt. Heutzutage kann man sich da so gut dran richten. Wie man auf die Idee gekommen ist, von einer abwechslungsreichen Ernährung, weiß ich nicht. Man wollte wahrscheinlich einfach sein ganzes Durcheinander, was man sich in sich reinstopft, irgendwie rechtfertigen und hat sich deswegen dafür halt einen Glaubenssatz zurechtgelegt. Ist nur eine Möglichkeit, keine Ahnung, muss jeder selber wissen. Aber ich denke mal, wenn man in die Natur schaut, es gibt kein Tier, das abwechslungsreich ist. Kein Tier auf der Welt ist abwechslungsreich. Wenn man in die Natur schaut, ein Tier, eine Kuh frisst den ganzen Tag Gras. Gut, wir sind keine Kuh. Aber trotzdem, alle anderen Lebewesen haben auf ihre Art abgestimmte Nahrung. Und jedes Tier kennt auch Fasten. Jedes Tier, sobald es ansatzweise krank wird oder am Kränkeln ist, fastet und isst nichts. Das ist der natürliche Instinkt von einem Tier. Wir haben diesen natürlichen Instinkt auch, aber oft wird dann ja zwangsernährt oder was auch immer. Wenn du keinen Hunger hast, dann isst nichts. Und abwechslungsreich essen. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, aber wenn ich mix, gerade wenn ich verschiedene Nahrungsgruppen mix, fettige Sachen mit
wässrigen Früchten und so weiter. Das sind einfach solche schlechten Kombinationen für den Körper und das sind die normalen Kombinationen. Man muss auf die Verdauungszeiten achten. Und die Verdauungszeiten sind einfach bei Früchten am schnellsten, dann Gemüse dauert ein bisschen länger, Fleisch und das Ganze dauert dann ewig. Und umso mehr man mixt, umso schneller, umso länger dauert es eben auch. Und eine normale Reihenfolge zum Beispiel, dass man ein Dessert, irgendwas Süßes wie Früchte nach dem Essen isst, ist das Schlechteste, was man für den Körper machen kann. Das gärt immer. Früchte brauchen vielleicht eine Stunde, alles was man vorher gegessen hat, braucht wesentlich länger und die Früchte danach gären immer. Das ist immer schlecht für die Verdauung. Umso natürlicher, umso besser. Kann man sich immer nachrichten. Und wenn ich was in der Natur mit meinen gottgegebenen Beschaffenheiten, meinem Körper, meinen Fingern, meinen Zähnen nicht essen kann oder es mich nicht anregt, dann esse ich es auch nicht. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, einen Avocadokern zu essen. Hab ich es mal probiert. Es schmeckt widerlich, man kann nicht richtig aufbeißen. Und dann kommen manche Leute auf die Idee, hey, da ist der und der Nährstoff drin, dann esse ich einen Avocadokern. Hau mir den in den Mixer, damit ich es irgendwie runterbekomme. Ich weiß nicht, wenn ich es so in der Natur nicht runterbekomme. Ich würde es nicht machen. Das ist das, was ich gelernt habe. Und was mir auf meinem Weg einfach geholfen hat. Und ja, auch wenn man sich dann mal alte Völker einfach anschaut. Die haben einfach nur zum Beispiel von Datteln, Kamelmilch gelebt. Andere haben wieder nur von Fleisch oder tierischen Produkten gelebt. Aber es war immer einfache Nahrung, einfaches Essen, keine komplizierten Gerichte, nichts Gemixtes und arg Gekochtes. Umso mehr verarbeitet wird, umso mehr gekocht wird, umso mehr kommt der Körper durcheinander, umso komplizierter wird's. Und wenn man eine Zeit lang auch diese Sachen, dieses ganze Gemixte mal weglässt, man findet auch wieder zu einem ganz natürlichen Genuss zurück. Und es gibt nichts Besseres, als einfach in eine Mango reinzubeißen. Ein richtig frisches, saftige, gute Mango. Oder in eine Wassermelone, wenn es heiß ist. Was gibt es denn Besseres? Es ist einfach das Göttlichste, was es gibt in diesem Moment. Und mehr brauchst du nicht, da brauche ich nichts hinzufügen, das macht es einfach nur noch schlechter. Die Natur ist perfekt, so wie sie ist. Du brauchst nichts zu ändern, brauchst nur zu nehmen, was dir gegeben wird. Ja, das wollte ich heute mal in diesem Video loswerden. Und ja, wollte ich nur mal als Anregung da lassen, macht eure eigenen Gedanken drüber, das ist meine Meinung. Ja. Könnt ihr mal einen Kommentar drunter unter dem Video hinterlassen und schreiben, was ihr so dazu meint. Ja, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.